Ich grüße euch. Heute häkeln wir ein Sommerhütchen für unsere kleinen Mäuse. Da beginnen wir mit dem magischen Ring um den kleinen Finger, um den Zeigefinger und weiter zum Daumen und stechen hier hinten ein, halten den Faden hier fest. Holen den Faden und ziehen ihn durch und halten fest und ziehen den Daumen raus. Dafür, dass es nicht wieder aufgeht, machen wir eine Luftmasche und häkeln gleich 3 weitere Luftmaschen. Dann häkeln wir 11 Stäbchen in den Ring hinein. Wir holen den Faden, stechen durch den Ring, holen den Faden, haben 3 Schlaufen auf der Nadel, ziehen durch die ersten beiden Schlaufen und durch die nächsten beiden Schlaufen. Und wieder Faden holen, 3 Schlaufen auf der Nadel. Faden holen, durch die ersten beiden Schlaufen und durch die nächsten beiden Schlaufen. Und das machen wir, wie gesagt, 11-mal insgesamt. So, haben wir unsere 11 Stäbchen, die Luftmaschen zählen nicht dazu. Dann ziehen wir den Ring zusammen und beenden die Runde. Im ersten Stäbchen mit einer Kettenmasche und ziehen noch mal fest. So. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen und stechen ins erste Stäbchen ein und häkeln ein Stäbchen. Und auch ein zweites Stäbchen kommt in die erste Masche. Dann haben wir jetzt die Luftmaschen und 2 Stäbchen in der ersten Masche. In die nächste kommen auch 2 Stäbchen. Und in die nächste 2 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Runde. In jede Masche 2 Stäbchen. So, da haben wir die zweite Runde auch geschafft. Beenden wieder im ersten Stäbchen mit einer Kettenmasche. Häkeln wieder 2 Luftmaschen und wieder im ersten, gleich in der ersten Masche, wieder 2 Stäbchen. In die nächste ein Stäbchen. Und in die nächste wieder 2 Stäbchen. Und die nächste Masche wieder ein Stäbchen. Und in die übernächste wieder 2 Stäbchen. Und wieder in die nächste ein Stäbchen und dann wieder 2 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Runde im Wechsel. 2 Stäbchen, ein Stäbchen, 2 Stäbchen. So, da haben wir die Runde auch geschafft
und beenden wieder im ersten Stäbchen mit einer Kettenmasche. Und die nächste Runde beginnt auch wieder mit zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen in der ersten Masche. Und jetzt zwei einzelne Stäbchen in die nächsten Maschen. Eins und dann in die nächste noch eine. Noch ein Stäbchen und dann wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Und dann wieder ein Stäbchen in die nächste Masche. Und wieder ein Stäbchen in die nächste Masche. Und dann wieder zwei Stäbchen in die nächste Masche. Also immer im Wechsel zwei Stäbchen, ein Stäbchen, ein Stäbchen, zwei Stäbchen, ein Stäbchen, ein Stäbchen, zwei Stäbchen. Zwei, eins, eins, zwei. So, die Runde beenden wir auch wieder mit einer Kettenmasche. Und zwar im ersten Stäbchen und es geht weiter wieder mit zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen in der ersten Masche. Jetzt kommen 10 einzelne Stäbchen. Und dann kommen wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Und jetzt wieder 10 Stäbchen in eine Masche. Und das machen wir die ganze Runde, 10 einzelne und dann zwei Stäbchen in eine Masche. Die Runde haben wir jetzt auch geschafft. Stechen wieder ins erste Stäbchen und machen eine Kettenmasche und schließen die Runde somit. Und weiter geht's mit zwei Luftmaschen und wieder zwei Stäbchen vorne gleich in der ersten Masche. Ein Stäbchen, zwei Stäbchen. Und jetzt kommen 11 einzelne Stäbchen. Eins, zwei, drei, acht. 9 und 10 und die 11. Und dann kommen wieder zwei Stäbchen in eine Masche. Dann wieder 11 einzelne Stäbchen und das machen wir die ganze Runde. 11 einzelne, 2 Stäbchen, 11 einzelne, 2 Stäbchen. So, die Runde haben wir auch geschafft
Und auch hier schließen wir die Runde im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. Und die nächste Runde beginnt auch wieder mit zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen vorne in der ersten Masche. Und jetzt häkeln wir 12 einzelne Stäbchen, dann wieder 2 Stäbchen, dann wieder 12 einzelne Stäbchen, dann wieder 2 Stäbchen in eine Masche und wieder 12 einzelne Stäbchen. Das machen wir die ganze Runde und dann geht's weiter. So, auch die Runde haben wir geschafft und beenden die Runde wieder im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. Die nächste Runde beginnen wir wieder mit zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen in der ersten Masche. Zwei Stäbchen in der ersten Masche. Dann kommen jetzt nach 12 einzelnen 13 einzelne Stäbchen in jede Masche. 13 einzelne Stäbchen in jede Masche. Und dann wieder 2 Stäbchen. 13 einzelne Stäbchen und dann 2 Stäbchen. Und das macht ihr jetzt mit jeder weiteren Runde, so wie ihr sie braucht für die Größe des kleinen Mäuschens. Also käme nach 13, 14 einzelne Stäbchen, dann 2 Stäbchen, 14 einzelne, 2 Stäbchen und so weiter. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt auch wieder mit der Runde rum. Ich habe jetzt als letzte Reihe 15 einzelne gehäkelt plus die 2 Stäbchen in einer Masche. Na, immer 15 einzelne und dann 2 in eine Masche. Das reicht für mich, für meine Größe, also nicht für mich, sondern für das kleine Mäuschen. Beenden die Runde wieder im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. Wir machen wieder 2 Luftmaschen und häkeln ab jetzt in jeder Masche ein Stäbchen. Also wir nehmen keine Maschen mehr zu. In jede Masche ein Stäbchen. In jede Masche ein Stäbchen. Das machen wir die ganze Runde. So, die Runde ist auch beendet und wir schließen wieder in der ersten Masche, im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. Und machen wieder 2 Luftmaschen und wir häkeln wieder in jede Masche ein Stäbchen. Und das machen wir so lange, bis es halt von der Höhe passt. Schauen wir mal. Wir haben jetzt hier die 4 Runden schon gehäkelt. Wir zählen mal gemeinsam. Seht ihr es? So, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Runden haben wir schon gehäkelt. Noch 2 Runden und dann sehen wir uns wieder. Also ihr häkelt jetzt noch 2 Runden in jede Masche ein Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt doch schon meine Größe erreicht, schließe wieder in ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. Ich habe jetzt 12 Reihen statt 13, wie ich es vorher gesagt hatte. So, ich habe jetzt doch nur 12 Reihen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12.
die Größe ist dann doch ausreichend. Aber ihr könnt ja die Größe machen, wie ihr sie benötigt für eure Mäuse. Okay, dann kommen wir zur nächsten Runde. Wir machen wieder zwei Luftmaschen und häkeln jetzt wieder in jeder Masche zwei Stäbchen. Wir häkeln in jede Masche zwei Stäbchen. In jede Masche zwei Stäbchen. Und das machen wir die Runde rum. Bis wir wieder am Ende angekommen sind. So, die Runde haben wir auch geschafft und wir beenden wie immer im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. Und wir machen wieder zwei Luftmaschen und kommen zur letzten Runde. Und wir häkeln jetzt in jedes Stäbchen oder in jede Masche ein Stäbchen. In jede Masche kommt jetzt ein Stäbchen. Und dann haben wir das Sommerhütchen auch schon geschafft. So, da haben wir die letzte Runde auch geschafft und wir machen noch ein letztes Mal eine Kettenmasche ins erste Stäbchen, eine Luftmasche, ziehen durch, schneiden ab, Faden raus, festziehen, die Nähte verstechen und dann haben wir unser Hütchen, unser Sommerhütchen. Fertig.